Zusammen mit dem Deutschen Kulturrat hat die SATZ zu dieser Podiumsdiskussion eingeladen, weil wir der Auffassung sind, dass aktuell das Kulturgut Spiel, insbesondere in den analogen Ausformungen, in seinen positiven gesellschaftlichen Wirkungen völlig unterschätzt wird. Wir sind überzeugt, dass analoge Spiele unverzichtbar sind und dass genau sie eine wichtige Rolle als Kulturgut spielen. Denn insbesondere analoge Spiele schaffen gemeinsame Erlebnisse zwischen Menschen und damit ein Wir-Gefühl. Sie sind unmittelbare soziale Interaktion, beleben unsere Kommunikation, können Integration fördern und schaffen Zusammenhalt in Familien und anderen sozialen Gruppen. Dabei können sie Brücken schlagen zwischen Generationen und Kulturen. Das Spiel ist nicht nur Inbegriff des Menschlichen, es ist zugleich Motor menschlicher Entwicklung. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Entdeckungen werden in der Regel im Vorfeld nicht logisch, systematisch, strukturiert erdacht. Es ist vielmehr das spielerische Ausprobieren neuer Funktionalitäten, neuer Gedanken und Experimente, die dazu führen, neue Techniken für die Menschheit zu entdecken. Die Vorstellung, dass das spielerische, nicht zielgerichtete Experimentieren zum Fortschritt und Wissenserwerb beiträgt, steht in einem diametralen Gegensatz zu Ökonomisierungsprinzipien unseres technokratischen Zeitalters. Nicht zuletzt aus diesen Gründen sollte das digitale Spiel auch nicht gegen das analoge Spiel ausgespielt werden, wie es aktuell in Teilen innerhalb der Spielpädagogik beobachtet werden kann, die das analoge grundsätzlich als das pädagogisch sinnvolle und das digitale als die pädagogisch schlechtere Variante klassifizieren. Vielmehr sollten die Chancen des Spiels genutzt werden, mit der Schnittstelle analog und oder digital zu spielen, so Wahrnehmung zu schulen und Entscheidungsoptionen entwickeln zu können, welche Lebensbereiche künftig analog und welche digital ausgestaltet werden sollten. Im Spiel können wir eigene Welten mit eigenen Spielregeln erschaffen und so Vorstellungen entwickeln, wie wir unsere realen Lebenswelten gestalten wollten. Und vielleicht ist dies ein Manko unserer Zeit, dass wir die aktuellen Spielregeln im realen Leben zu sehr als gesetzt ansehen und zu wenig spielerisch angehen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Gäste, die hier sind, wahrscheinlich eine Weltpremiere, glaube ich, dass wir zum Thema Spiel hier auch einen Dialog mit der Politik gestartet haben. Vielen Dank der Spieleautorenzunft, dies angestoßen zu haben. Wahrscheinlich gab es das wirklich noch nie, dass dies so passiert ist. Wir haben jetzt einfach mal Kulturgut Spiel da groß oben drauf geschrieben. Jedem wird es wahrscheinlich nicht einleuchten, dass das so selbstverständlich ist. Der Spiel des Jahres e.V. Vertritt das schon seit 39 Jahren, diesen Auftrag, das Kulturgut Spiel in der Gesellschaft und der Familie zu verankern. Kultur ist Ländersache. Herr Pettelkau, ist das, was wir hier sehen, eher eine Freizeitveranstaltung, ein großer Freizeitpark, den wir hier draußen in der Halle neben uns sehen, oder ist das eine der größten Kulturveranstaltungen in NRW? Da kann ich an der Stelle nur sagen, es ist einerseits sicherlich Freizeitgestaltung, aber es ist natürlich auch in jeder Gesellschaft weltweit hat das Spiel einen wichtigen kulturellen Auftrag, weil es wie viele andere, ich sag mal, Dinge der Kultur, der Kunst, des gesellschaftlichen Zusammenlebens Menschen miteinander verbindet. Und gerade diese soziale Interaktion, was ja auch in dem Eingangsreferat kommt, ist in einer Gesellschaft, die heute auch zunehmend in Einzelpersonen doch noch stärker zerfällt als in den vergangenen Jahrzehnten, ist diese gemeinsame Interaktion wichtig. Und im Spielen selber entwickeln sich natürlich auch oder spiegeln sich gewisse Traditionen wider. Da ist eine Menge an Kreativpotenzial. All das, was wir in der Kunst, in der Kultur sowieso auch
auch haben. Und deshalb gehört, ich sag mal, das Spiel zur Kultur genauso dazu wie viele andere Dinge. Herzlichen Dank. Herr Höppner, Kulturgutspiel. An welchem Kulturgut soll sich denn das Spiel messen? Wir haben ja immer die Schwierigkeit, weil so selbstverständlich ist es ja nicht, das Brettspiel als Kulturgut anzusehen. Es wird auf der einen Seite mit dem digitalen Medium des Computerspiels, heißt ja auch Spiel, ist ja ähnlich dann deswegen, verglichen. Oder handelt es sich eher um ein analoges Spiel? Sollten wir uns lieber an der Literatur orientieren? Wo würden Sie es denn einsortieren? Also ich glaube, das würde in eine Sackgasse führen, wenn man hier in ein Vergleichsranking reinkommt. Natürlich ist Spielen ein Kulturgut. Das spricht einfach für sich. Ich meine, ich hatte das Vergnügen, heute hier über die Messe eine kleine Führung zu erleben und habe ganz live erlebt, welche Rolle das spielt für die Menschen, die hier, im wahrsten Sinne des Wortes, die hier miteinander spielen, generationenübergreifend, vollkommen begeistert davon. Man sieht ja auch an dem Zuspruch, welche Rolle das spielt. Also ich glaube, wenn man überhaupt in einen Vergleich kommen will, dann würde ich sagen, die Macher der Spiele und die Verlage könnten sich vielleicht noch eine Scheibe abschneiden von der Computerspieleindustrie, die es eben verstanden hat, die Computerspiele als Botschaft zu platzieren, also als Kulturgut zu platzieren. Das ist eine Botschaft und das können die Spielehersteller, die Brettspieler auf jeden Fall auch tun. Das wäre etwas, was ich anregen würde. Ich glaube, wir sind in der öffentlichen Diskussion noch gar nicht weit genug zu erkennen, welche Rolle das Kulturgutspiel in unserer Gesellschaft tatsächlich spielt. Für mich ist Spielen ein Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn man sieht, wie selbstverständlich das von Anfang an und ein Leben lang gespielt werden kann. Herr Lind, trotzdem jetzt doch noch mal zurück zu der Frage des digitalen Spiels, weil die Frage drängt sich natürlich auf. Hier alle loben wahrscheinlich, gerade heute, wenn man sie dazu einlädt, das Brettspiel und das analoge Spiel. Keiner wird sagen, es ist überflüssiger Freizeitkram, aber die Frage drängt sich natürlich auf. Aus der Sicht der Politik, wenn man sich Koalitionsverträge, Regierungshandeln, Ministeriumsprogramme, insbesondere des Bundesverkehrsministeriums anguckt, da wird in großem Maße das digitale Spiel gefördert. Selbst der Deutsche Computerspielepreis hat schon vor fast 10 Jahren kam der mit 300.000 Euro Förderung des Bundes daher. Jetzt könnte ich jammern, Spiel des Jahres kriegt keinen Cent. Wir kommen trotzdem durch, weil das müssen die Verlage dann selber stemmen. Aber warum diese Ungleichbehandlung oder ist das überhaupt zeitgemäß, das in dieser Form zu machen? Ohne Sie jetzt desillusionieren zu wollen, die menschliche Vernunft und die Politik sind nicht immer deckungsgleich. Und manchmal gibt es da gewisse Disparitäten und Verzögerungen. Und natürlich gibt es auch, es ist ja etwas komplizierter, es gab ja auch Zeiten, die gar nicht so weit weg sind. Da haben auch politisch Entscheidende auf Computerspiele sehr verächtlich geguckt oder gedacht, was sollen wir das fördern? Das ist, mindert die Intelligenz, ist bestenfalls martialisch, ist also völlig sinnlos. Das unterliegt ja auch Moden. Inzwischen hat man es erkannt durch Marketing, durch den Hype um Digitalisierung. Also es ist auch eine Modeentscheidung. Ist jetzt nicht einfach nur Ergebnis einer Erkenntnis. Und durch die Ökonomie der Aufmerksamkeit, wie sie ist, hat man sich sozusagen darauf gestürzt, aber nicht hinreichend, da würde ich Ihrer Suggestivfrage zustimmen, erkannt, dass sagen das Förderungswürdige dann auch beim digitalen Spiel ja auch im Analogen steckt, weshalb es nicht begründbar ist wirklich, dass man es sozusagen so asymmetrisch macht. Aber nicht alles, was in Koalitionsverträgen steht, ist ja das Ende der Weisheit, beziehungsweise es gibt ja auch Dinge, die in Koalitionsverträgen stehen, Stichwort Jemen, Saudi-Arabien, die nicht hundertprozentig umgesetzt werden und da Sie ja sicher starke Thesen wollen, wenn aus schrecklichem Anlass ja jetzt es hoffentlich so bald kommen wird, dass kein Geld mehr bis auf Weiteres, ich würde hoffen, bis auf Weiteres in weitreichende Zukunft in Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien fließt, wenn das Geld eher in Spielförderung ginge, wäre das zivilisatorisch ungleich förderlicher als jede Ausgabe in Waffenlieferungen. Insofern kann ich auch nur unterstützen, dass es Handlungsbedarf gibt, auf unterschiedlichen Ebenen, auch bundespolitisch auch, das nicht-digitale Spiel zu unterstützen und zu fördern. Für mich ist als Autor auch Spielen, Spiele entwickeln. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, den ich hier auch noch einbringen möchte, dass das in der Brettspiel
Spielszene, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Man hat einen Zugang zum Spiel über die Regeln, empfindet eben die Regel auch als sozial aushandelbar. Die sind auch nicht nur in dem technischen Gerät implementiert, dass mir das Programm so abspult, wie es programmiert ist. Also genau, was Sie sagten, diese Möglichkeit mit dem Material, aber auch mit der Gruppe, die hier spielt, ein gemeinsames Spiel zu machen, das ist für mich Kultur. Das ist, also macht die Kultur spielförmiger. Wir haben uns auf dem Rundgang, Herr Petelkau, über die 70er Jahre unterhalten, wo es auch Spiele gab und wo eigentlich auch das Spiel immer so das Motto hatte, naja, ihr langweilt euch, es ist ein bisschen Zeitvertreib und jetzt spielt mal. Und es gab 3-4 Spiele, die man gespielt hat. Da hat sich das Image des Spieles extrem gewandelt, hin zu den ganzen Social Skills, die aufgezählt worden sind, auch hin zu den anderen Dingen, die Spiele vermitteln, vor allem aber die integrative Kraft, wenn man auch die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft ansieht. Und wenn man mit Lehrern spricht, was die, wenn die sich um das Thema Spiel kümmern, was die erreichen, um erstmal ihre Schulklassen dahin zu bringen, dass die überhaupt erstmal zuhören, dass sie sich konzentrieren, dass die ihre Impulskontrolle haben, dass sie miteinander was tun und nicht gegeneinander, dass sie sich auch mal akzeptieren, egal ob Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund, junge Mädchen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz hohe Leistung, die das Spiel bringt, bis jetzt aber immer auf so Einzelinitiativen beruht. Und ich glaube, deswegen wäre das auch für die Politik, die ja mit Regeln arbeitet und Spiele arbeiten mit Regeln, und die Politik hat immer nur einen Schuss, die Spieleautoren und wir Verlage, wir können an den Regeln arbeiten und testen, bis es sitzt. Die Politik kann es noch ein bisschen korrigieren, aber dass man doch eigentlich diese integrative Kraft der Spiele erkennt und vielleicht auch schon im Schulbereich anfängt, ich weiß, dann kommen wieder die Länder und in jedem Land ist alles anders, aber da muss man auch mal drüber hinweg. Das wäre so mein Appell. Und dann verlieren wir auch unsere Branchenführerschaft nicht. Herr Grundl, eine konkrete Forderung, und dann kommen wir dann an der Stelle dann auch wieder zum Vergleich mit dem Analogen. Die Spielautorenzunft möchte zusammen mit den Spieleverlagen auch in dem Deutschen Kulturrat erreichen, dass Spiele in der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen werden. Das ist eine interessante Forderung, auch für wahrscheinlich Baupolitiker. Da braucht man ja ein riesiges neues Gebäude, wenn man die wirklich da alle unterbringen möchte. Bücher sind da richtig sparsam, aber vielleicht ist das ja auch, wenn man sogar glaubt, dass das Buch eher sozusagen ein sehr altes Medium ist, vielleicht sogar eine zeitgemäße Erneuerung von so einer Idee wie so eine Bibliothek, weil so ein Spiel ja nun wirklich auch analog aufbewahrt werden müsste. Bei Büchern gibt es da sogar noch andere Möglichkeiten, die lassen sich ja viel leichter digitalisieren. Ist dies nicht zum Beispiel einer der Ansätze, die es möglich machen würde, tatsächlich etwas fürs analoge Spiel, fürs Brettspiel zu tun? Jetzt könnte ich gleich in die Oppositionsfalle tappen und nach den Punkten suchen, wo ich den analogen Spielern Versprechungen machen kann. Wenn die Grünen das Sagen hätten, dann würden wir schon lange in die und die Richtung gehen. Dem ist aber nicht so, das muss man ehrlichkeitshalber sagen. Die Idee, in der Nationalbibliothek das zu archivieren, finde ich persönlich sehr charmant und sage jetzt ganz platt, werde das auch unterstützen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass die analogen Spiele wie auch die digitalen Spiele Kulturgut sind. Jens Junge, mein Name. Es gibt Musikwissenschaften, es gibt Sportwissenschaften, es gibt Filmwissenschaften, Theaterwissenschaften. Warum hat die Politik bis jetzt auch im Wissenschaftsbereich nicht die Ressourcen gestellt, um mal das Thema Spielwissenschaften sinnvoll voranzubringen? Ich muss sagen, wir sind dran. Also das Thema Spielen boomt und es boomt zu Recht, oder boomt ist schon wieder ein falscher Begriff. Also die Bedeutung des Spielens für die Prozesse, für Identitätsbildung, Gruppenbildung, die Frage, wie Materialitäten da auch eine Rolle spielen im Spiel, das eben auch für verschiedene Spielformen zu denken, das ist ein absolutes Desiderat, das jetzt erkannt wird. Und das sind natürlich Forschungsprojekte auf dem Weg, die nicht von der Politik gemacht werden, sondern die in der wissenschaftlichen Community erstmal auf
den Weg gebracht werden können. Und ich kann da also für den Bereich Konstanz, wo ich ja eben auch lehre und forsche, sagen, dass da im Moment an allen Ecken und Enden Anträge unterwegs sind zu dem Thema. Aber ich glaube, wir sind hier, und das zeigt ja auch, dass wir heute zum ersten Mal auf dieser Messe nach 36 Jahren erstmals quasi politisch diskutieren über die Thematik. Und das zeigt, wir sind hier in einem Entwicklungsprozess. Und ich hoffe, dass das nicht die letzte Diskussion sein wird, sondern dass man gemeinsam auch schaut, sowohl von der politischen Seite wie auch von der Industrie, wie man die Dinge weiter voranbringt. Denn das Spiel wird sicherlich in den nächsten Jahren eher eine größere Bedeutung als eine kleinere Bedeutung bekommen. Die gesellschaftliche Wahrnehmung, dass Brettspiele Kulturgut sind, ist nicht in dem Maße ausgewickelt. Ich wage das mal, ohne dass ich die Zahlen habe, aber von dem, was ich wahrnehme, ist nicht so ausgewickelt wie bei den Computerspielen. Und das ärgert mich in gewisser Weise, weil ich eben kein Gegeneinander sehe, sondern wie es hier schon mehrfach jetzt auch von Herrn Lindt gesagt wurde, das kann nur ein Miteinander sein, so wie das wirkliche Leben sich auch abspielt, in dem Miteinander. Es gibt eine digitale Wirklichkeit und es gibt eine analoge Wirklichkeit und es gibt eine Schnittmenge in unglaublicher Vielfalt. Und deshalb glaube ich, wir sind gerade im digitalen Zeitalter, in dem wir leben, in dem sich unglaubliche Chancen ergeben. Wenn ich gerade an die jungen Menschen denke, Susanne Keuchel hat das eben auch nochmal in ihrem Beitrag angetönt, wir kennen das aus Untersuchungen, wir kennen das aus anderen künstlerischen Sparten. Je mehr sich Menschen in virtuellen Lebenswelten aufhalten, desto größer wird das Bedürfnis nach non-virtuellem Erleben, nach Betätigung. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Ich finde, das ist eine unglaublich frohe Botschaft. Wir haben ganz viele Pädagogen, Erzieher, Lehrer, die zu uns kommen und genau dieses Thema ansprechen. Wie kann ich Wissen vermitteln, dass es den Kindern Spaß macht, dass sie Spaß am Lernen haben, Spaß am Spielen haben? Und da haben wir genau dieses Forum hier mit den Spielen, wo wir genau in diese Schiene hineinkommen können. Das ist ein riesengroßes Thema, was aber leider in der Ausbildung bei den Pädagogen auch hinten runterfällt. Da ist zu wenig Zeit dafür. Sie sind nicht mehr aktuell über das Lehreralltag hinaus. Die suchen, die wollen. Und meine Bitte ist es, wir dürfen nicht mehr Zeit verlieren. Das eine ist sicherlich die Frage, ich sag mal, wenn in vielen öffentlichen Bibliotheken Spiele regelmäßig ausgeliehen werden und da auch eine große Nachfrage da ist, dann ist es für mich vollkommen unstrittig, dass dann auch das Teil der Deutschen Nationalbibliothek sein muss. Also ich glaube, da braucht man dann irgendwo gar nicht mehr diskutieren. Das ist dann eine Konsequenz. Das ist jetzt keine Ländersache, aber da, ich sag mal, muss man wirklich intensiver drüber nachdenken. Was der Herr aus Chemnitz gesagt hat, das ist schon das Elementare. Ich glaube, dass wir bei der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, also so früh wie möglich anfangen müssen, diese beiden Sachen auch zusammenzuführen. Weil wenn wir vorhin gesagt haben, Konzentrationsfähigkeit wird durch Spielen gefördert, da sind wir alle begeistert. Aber ich will nicht alles nur unter dem, was ist wertvoll dann für den Arbeitsmarkt, für den potenziellen Arbeitsmarkt sehen, sondern als Wert an sich erstmal für Persönlichkeitsbildung, glaube ich, ist es ganz wichtig. Und da ist es eben total wichtig, beide Sachen zusammenzudenken und nicht auseinander zu sagen, das eine nur als negativ zu erleben und das andere als Chance. An die Politik ist ganz klar. Ich meine, ich bin jetzt hier als Bundespolitiker. Das gilt aber genauso gut für alle Länder, glaube ich. Also zumindest in Bayern gilt es wahrscheinlich genauso wie hier in NRW. Natürlich braucht man dafür einfach mehr Zeit. Da komme ich jetzt nochmal wahrscheinlich ja zum Schluss auf die Forderungen, die wir stellen sollten, finde ich. Also es ist die Deutsche Nationalbibliothek genannt worden, mehrfach, aber es tönten auch auf die Spielorte. Wo können wir eigentlich spielen? Wo kann Begegnung mit Spielen interaktiv stattfinden? Und da wurden die Bibliotheken genannt, richtig, aber nicht die Einzelorte. Ich sage nochmal, Kindertagesstätten, Schule, gebundene Ganztagsschule, bin ich ganz bei Ihnen, Herr Grunde, ist ein total wichtige klar machen nochmal, dass wir nicht eine Bewahrungsanstalt wollen, sondern dass wir wirklich ein offenes Konzept brauchen, was auch gerade diese kreativen Freiräume zulässt. Und bei den Bibliotheken muss man auch sagen, da müssen wir natürlich auch für einen anderen Versorgungsgrad sorgen. Die Bibliotheken sind gemessen für die viertstärkste Industrienation der Welt, haben wir A zu wenig und B sind sie oft personell und sächlich zu schlecht ausgestattet. Also wenn wir diese Forderung stellen, erleben wir wieder auch hier, wir müssen uns stärker miteinander vernetzen, um das Kulturgutspiel zusammen mit den anderen Kulturgütern, die wir haben und die essentiell sind für die Menschwerdung, dass wir die stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein verantworten. Und das Letzte, was ich noch sage,
sagen möchte, sehr unerotisches Thema, aber auch wichtig im ökonomischen Sinne ist die Forderung nach dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Spiele. Das ist eine Forderung, die die Spieleautorenzunft schon relativ lange erhebt. Mehr so nebenbei, so als wäre schön, wenn, weil natürlich diese ganze Diskussion Umsatzsteuer, Ausnahmen und so weiter nicht ganz unbelastet ist und auch sehr schwierig durchsetzbar ist. Ich würde eigentlich sagen, wir sollten die Forderung vielleicht sogar so erweitern, zu sagen, Kulturgüter und Kulturleistungen sollten generell eine ermäßigte Flatrate haben, weil da gibt es ja ein Wirrwarr sondergleichen. Also Bücher und Konzerte unterliegen dem ermäßigten Steuersatz, CDs wieder nicht. Jetzt hat die EU gerade zumindest für die digitalen Bücher den Weg aufgemacht zu dem ermäßigten Steuersatz. Also umgekehrt zum Beispiel auch die Künstler und Urheber erhalten ihre Honorare wiederum zum ermäßigten Steuersatz, aber Spiele werden dann eben wieder für 19% verkauft. Also das ist, ich denke, wir wollen da gar nicht unbedingt sagen, jetzt wieder so eine Sonderregelung für Spiele. Aber wenn man sagen könnte, dann lieber einen großen Wurf vielleicht mal ein Andenken, Kulturgüter und Leistungen, dann wäre das vielleicht eine Sache, die wirklich den Zugang zu Kultur und Kulturleistungen für alle Bevölkerungsschichten sinnvoll erweitern würde. Herr Grundl, zuerst, die Fragen sind ja auch ganz klar. Sie können als Erster jetzt die Senkung der Umsatzsteuer fordern. Sie kriegen die geringsten Ärger mit den Finanzpolitikern in Ihrer Fraktion als Oppositionspolitiker. Also laut aktueller Auskunft vom Wirtschaftsministerium hat es im letzten Jahr 3 Milliarden geringere Einnahmen durch den reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Büchern und so weiter gegeben oder nicht gegeben. Ich bin trotzdem eindeutig dafür, bei Kulturgütern eine generelle Lösung zu finden, weil jetzt, was wir jetzt haben, ist eigentlich ein Spiegelbild von verschiedenen starken Lobbyinteressen, wie sie auf die Politik treffen, dann können sie das durchsetzen oder auch nicht. Und ich bin seit einem Jahr im Bundestag. Sie sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange es diese Veranstaltung schon gibt, aber heute ist die erste Podiumsdiskussion mit Politikern. Das wurde gesagt. Ich glaube, in dem Jahr war ich schon 4-mal auf Podien, die mit Games, mit E-Sports und so weiter zu tun haben. Ich kann Ihnen nur sagen, nicht, das ist keine Ausrede, aber erhöhen Sie den Druck, rennen Sie der Politik die Bude ein. Machen Sie das jedes Jahr oder 3-mal im Jahr. Das ist das Geheimnis, das ich Ihnen sagen kann. Zur Mehrwertsteuer schließe ich mich dem Kollegen Grundl an, auch schon im Sinne möglicher künftiger Koalition. Aber nein, zum anderen muss man ja bedenken, noch kann er es fordern. Die Grünen sind aber jetzt so Establishment und wir SPD sind die Angreifer, sodass wir das jetzt auch mutig fordern. Und meine Finanzpolitiker werden nicht begeistert sein, ist aber kein Problem. Für sinnvoll erachte ich es trotzdem. Insofern können wir da gemeinsam dran arbeiten, welchen Konstellationen künftig auch immer. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, da war ja der Hinweis dann gebunden auf offener Ganztag. Ich glaube, das ist auch da nicht wieder ein Entweder-Oder. Wir sind in Nordrhein-Westfalen froh, wenn wir so viel wie möglich offenen Ganztag auch hinkriegen und da das etablieren. Da bin ich gnadenlos pragmatisch. Und mein letztes Statement dazu, da gieße ich so ein bisschen Wasser in den Wein. Wir haben uns ja alle so geschworen, wir wollen nicht verzwecken. Wenn man jetzt ganz genau denkt und wir dann immer versuchen zu legitimieren, durch Spiele werden die sozialen Kompetenzen gefördert und dann verbinden wir die Kulturen, machen wir im guten Sinne das auch. Das wir auch begründen, das hat ja gute Sinn. Man kann einfach auch sagen, dass wie die Kunst auch als sich einen Wert in sich hat, hat das Spielerische einen Wert und wir brauchen gar nicht zwingend dann jetzt noch verkrampft nach Zweit- und Drittlegitimation zu suchen, denn wenn wir das machen, kommt gleich auch wieder die FAZ und sagt uns Kulturpolitikern, ihr kommt uns immer mit kultureller Bildung. Kunst ist ein Wert an sich und da hat die FAZ recht und deshalb finde ich, dass das Spiel auch einen Eigenwert an sich hat und wir den fördern können. Vielen Dank. Herr
Pettelkau. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Das soll jetzt auch keine Abwertung sein, was ich jetzt hier gleich sage. Aber könnte es sein, dass Sie jetzt auch dem Ministerpräsidenten Armin Laschet mal sagen, wo die größte Kulturveranstaltung, wahrscheinlich eine der größten Kulturveranstaltungen NRW ist und dass er selber hier auch mal vorbeikommt? Botschaft nehme ich natürlich gerne mit. Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner natürlich auch nur anschließen. Ich sage mal, der Selbstzweck, man muss nicht immer wieder versuchen, krampfhaft irgendwelche Begründungen zu finden. Also ich glaube, die Diskussion hier auf dem Podium und auch die Welt, ich sage mal, in den 5 Hallen oder 6 Hallen zeigt ja eindeutig, dass hier nicht nur ein wirtschaftlicher, wichtiger wirtschaftlicher Faktor da ist, sondern dass hier wirklich auch Kultur gelebt wird, dass Menschen zusammen sind, sich begegnen, sich austauschen und allein das ist allein schon ein Grund, warum man hier drüber nachdenkt, wie man diese Errungenschaft weiter verbessert, wie man es ausbauen kann. So, wenn man dann in die Niederungen des Umsatzsteuerrechts runtersteigt, da fallen mir ganz, ganz viele Beispiele ein, wo das bei uns in Deutschland auf EU-Ebene klemmt. Ich glaube, da müssen, ich sag mal, die Finanzpolitiker sich mal intensiver zusammensetzen, um da wirklich Anachronismen der Vergangenheit zu beseitigen. Ich erinnere nur an den Kaffeebecher, ob ich ihn nur in der Cafeteria trinke oder mitnehme, dass ich hier unterschiedliche Umsatzsteuer bezahle. Das sind alles so Anachronismen. Das Gleiche gilt auch im Kulturbereich. Also hier muss man einfach auch schauen, wo sind die Grenzen. Und ich glaube, da sind die Kulturpolitiker sich alle auch sehr schnell einig. Da ist dann eher der gemeinsame Kampf gegen die Finanzpolitiker in den Parteien angesagt. Die rechnen einem dann auch immer direkt sehr schnell vor, was der ganze Spaß dann kostet, was man dann an anderer Stelle wieder an weniger Ausgabenmöglichkeiten hat. Also insoweit, glaube ich, haben wir hier eine große Harmonie in Bezug auf diese Fragen. Nochmal ganz konkret auf die Frage der Wertschätzung. Warum wird der Spieler nicht so wertgeschätzt? Ich glaube, dass das auch immer eine Frage der Entwicklung bestimmter Kulturgüter ist und in welcher Phase befindet man sich. So, und je mehr man, ich sag mal, über die Dinge positiv redet und auch diesen positiven Selbstzweck mal rausstellt, ich glaube, umso anerkannter sind dann auch die Teilnehmer, die sich in diesem Metier dann entsprechend bewegen. Und es ist einfach, wir erleben, glaube ich, zurzeit in den letzten Jahren, und dafür sprechen ja auch die Zahlen, die Verkaufszahlen und auch die Zahl der Spiele und die Teilnehmer auf solchen Messen, dass wir hier in einem Bereich sind, der einen Aufschwung erlebt. Und mit so einem Aufschwung wird auch sicherlich immer wieder ein sehr positives Klima einhergehen. Und deshalb, glaube ich, auch da werden wir da eine gute Entwicklung in der Zukunft sehen. Vielen Dank. Herr Windfelder, bleiben Sie denn jetzt an dem Ball? Es gab ja jetzt doch ein paar Aussagen, die eigentlich in erster Linie dann eigentlich die Verlage betreffen müssten und wo dann gar nicht die Autorinnen und Autoren eigentlich die Aufgabe haben, dies am Ende durchzusetzen. Ja, da gab es viele Aussagen. Ich glaube, wo wir alle zusammen weiterarbeiten. Wir haben ja auch die Spieleverlage e.V., wo das immer Thema ist. Ich wollte mich aber auch nochmal bedanken jetzt bei Herrn Pettelkau, Herr Linde, Herr Gründel, für den Besuch hier. Nach den gefühlten 100 Podiumsdiskussionen auf den Game und digitalen Sitzungen, dass Sie jetzt bei uns vorbeigekommen sind. Und mein Wunsch ist, dass das nicht, wenn morgen wieder der Alltag einbricht, wir kennen das ja auch, dass das dann wieder so ein bisschen verloren geht, sondern dass Sie den Spirit noch etwas weitertragen in Ihre Runden, weil wir sind noch im Moment bei einer kleinen Flamme und würden die gerne noch ein bisschen größer zünden. So, und jetzt hat tatsächlich, da fällt mir jetzt auch nichts mehr groß ein, aber der Spieleautor hier am Tisch hat dann noch quasi das Schlusswort an dieser Stelle. Da würde ich mal sagen, weiterspielen. Ja.